Helden braucht! Was soll die Aufregung? Halt du dich da raus! In dem Haus ist eine Drude. Wir sind hier, um es niederzubrennen. Sie ist keine Drude. Sie ist Halfdans Heilerin. Das beweist es! Düstere Magie! Verschwindet hier, ihr alle! Sonst schlage ich euch blau. Komm schon raus, du Heidenbraut! Lass diese Frau in Frieden! Ein falscher Blick und es wird das Letzte gewesen sein, was ihr gesehen habt. Moira, es ist jetzt sicher. Huch, sie läuft weg. Sie rennt weg, hinterher. Naja, sie hat halt Angst. Sie flüchtet. Hier sind wir sicher. Hab Dank, Eivor. Ich danke dir tausendmal. Und würdest du dein eigenes Gebräu trinken? Ja, sogar gerne. Tatsächlich tue ich das recht häufig, bevor ich es Halfdan gebe, um sicherzustellen, dass es nicht zu bitter ist. Wenn du sagst, dass es keine Heilung für Halfdans Leiden gibt, dann meinst du, dass sein Geist verwirrt ist? Ich befürchte es. Dasselbe Übel befiel auch meine Mutter. Der Körper bricht zusammen und der Geist zerfällt mit der Zeit. Es ist schrecklich. Ich brauche deine Hilfe, Moira. Das Gebräu, das du für Halfdan mischst, was ist darin? Oh, das ist eine bunte Mischung. Lass mich überlegen. Lavendel, Rosmarin, Mädesüß, Schafgarbe. Beruhigende Kräuter. Nichts Ungewöhnliches. Ich sollte zu Halfdan zurückkehren. Er sagte, er wäre am Tempel der Brigantia. Sprich das ihm gegenüber nur sehr vorsichtig an, wenn überhaupt. So, auf dem Weg dahin hole ich jetzt mal so abwechslungshalber dieses Buch des Wissens da. Schauen, ob hier ein Kellereingang ist. Da unten ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ja, hier geht's runter. Mittlerweile hat man auch einen Blick für diese Geschichten hier. Na gut, jetzt muss man das hier nur noch anklicken können. Geht nicht. Es geht nicht. So, jetzt. Jetzt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Neue Fähigkeit. Giftpulverfalle. Giftpulverfalle. Die Tür ist verschlossen, ja. Da müssen wir durch. Ich brauche Unterstützung. Aha. Mal das Horn. Hey, hierher!
Geht nicht. Dann... Hier stehen doch... Ah, guck mal. Ich glaube, man kann die Türe aufsprengen. Boah. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das eigentlich abstellen, aber irgendwie ging das nicht. So, jetzt. Also manchmal ist das Spiel auch komisch. Sag mal, jetzt stell das da hin. Stell das da hin. Ich brauche hier drüben Hilfe! Ja, das reicht halt noch nicht. So, jetzt stellt er das ab. Jetzt. Man muss da so ein bisschen hin und her laufen. Geil ist, dass die respawnen. Hier ist so ein Explosionsspawn. Das ist der Oberhammer. Nee. Er macht das nicht. Mal gucken, vielleicht kommt man da noch anders rein. Vielleicht über der Tür. Nein, da ist das zugemauert. Ach, guck mal, so rum. So rum. So. Da bin ich jetzt drin. Das kommt höchstwahrscheinlich von oben. Aha, nee. Hier ist wieder der Anfang. Hier ist der Anfang. Wollen wir hier tauchen? Ja, man muss tauchen. So. Hehehehe. Komme ich jetzt beim Schlüssel raus? Das wäre cool. Nee. Oh. Guck mal, der Schlüssel ist da. Das ist die Tür. Das Gitter. Da ist auch ein Gitter. Ja, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Ich weiß nicht, wie man die Tür aufkriegen soll alleine. Oder es dauert einfach nur länger, bis man durch ist. Das kann auch sein. Das ist doch eine Falle. Gibt's noch was hier oben? Nee. Ich lass sie da mal gegenhauen. Vielleicht schafft sie das irgendwann allein. Hey, ich schaff das nicht allein. Eins. Ja, sieht gut aus. Super.
Ja, kannst du knicken. Die Frage ist, wie viele muss man dagegen werfen? Ich vermute mal, ich muss hier stimmt was nicht. Oben einen Raubzug starten und dann mit meiner Mannschaft hier runterkommen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Und nicht das Horn hier unten blasen. Wo ist die Leiter? Da. So, ich versuche mal hier das Horn zu blasen und schaue, ob dann Leute kommen. Nö, es kommt niemand zur Hilfe. Es kommt niemand zur Hilfe. Nö. Es kommt nicht mal das Pferd, ey. Super. Doch, da. Immerhin, auf das Pferd ist Verlass. Was siehst du? Da vorne lungert er rum. Halfdan, gut, dass ich dich hier finde. Ah, die Rabennäherin kehrt zurück. Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte ab. Er könnte uns von oben beobachten. Olaf, sprich mit uns. Wo bist du? Der Olaf. Da oben ist einer. Er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Ich habe deinen Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Olaf. Armer Olaf. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge! Guter Junge! Folge der Spur. Ich fühle mich gut. Cool. Der Jachthund zeigt uns den Weg. Erschnüffle sie, Junge. Wir schnüffeln den Boden mit ihrem Blut. Schnüffel, schnüffel, schnüffel.
Das Schnüffelstück läuft voraus. Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Hier lacht noch was rum. Davon versteht ihr nichts. Na, schnüffelst du? Hast du was gefunden? Ja, hast du was gefunden? Ja, was hast du denn gefunden? Sieht verlassen aus. Bist du sicher, dass sie... Die Spur endet, aber niemand ist hier. Cool, das gehörte zur Quest. Okay. Hier, ein versteckter Eingang. Vielleicht sind sie ja da unten. Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Selbst dieses alte römische Werk kann sich nicht dem eisigen Kuss der Wintergöttin widersetzen. Ah, sieh, ist dort auch unser zweiter. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Du hast es geschafft. Wir müssen uns beeilen. So, komm, komm. Eivor, da ist etwas. Moment, wir finden einen Weg. Ja, ja, wir müssen nur noch die Tür öffnen. Geil, jetzt sind wir ja zu zweit. Tada! Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern. Ah, hier, siehst du? Kriegsbeute, meine, mir gestohlen. Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränkeschmiede überall. So ergeht es Königen und Jarls. Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen. Doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Horch. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben. Aha. Erstmal holen wir uns hier den Schlüssel. Und Halfdan, seid gegrüßt. Kommt, füllt eure Bäuche mit Met. Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer Olaf mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder? Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter! Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm! Das ist Verrat. Und Verrat wird durch Tod bestraft. Faravid behandelte uns besser, als du es jemals tatest. Faravid
Welt ist ein Nichts und ihr seid noch weniger. Jetzt. Voll auf die Nuss. Jetzt Schuss für Ulm! Tschüss. Sie zwangen mich dazu. Beherrsche deine Angst, Halfdan. Sie kann deinen Geist vergiften. Faravid hat diesen Mann getötet, nicht ich. Seine Tücke und Ränke zwangen mich dazu. Er... Diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage werden wärmer. Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es. Im Heidelager. Er hat Fieber. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovic und Pitschlinger. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Verräter, Diebe, kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, Pfarrer wie die Ratte. Worte sind giftig. Ja, ich kann ihn gut verstehen. Ich kann ihn gut verstehen. Da wäre jeder sauer. Da wäre wirklich jeder stinksauer. Ins Heidelager. Das ist östlich von Eoforbeck. Ich muss sehen, was du siehst. Ja, da vorne geht's weiter. Eivor, willkommen! Vernichte mit mir dieses goldene Getränk. Ah, ist das heiß? Oh, ich stehe in deinem Lagerfeuer. Du hast so. Es geschafft. Komm, trink etwas. Du bist mir ein paar Hörner voraus. Doch, immer noch klar. Sag mir, wie meinem alten Freund sein Kelchgeschenk gefallen hat. Ihn beschäftigte anderes. Einer deiner Männer, Ulf zum Beispiel. Er starb beim Beschützen der Beute, die er von Halfdan gestohlen hatte. Ulf, armer Ulf. Ich sagte ihm, er solle seine Zunge hüten, doch er musste sie ja wie ein sabbernder Hund schwingen. War Halfdan schon immer so aufbrausend? Nein. Reichtümer und Ruhm haben ihn verändert. Er ist nicht mehr, wer er einst war. Einem Jarl steht die Kriegsbeute zu, mit der er tun kann, was er will. So war es immer. Das mag sein, doch Halfdan hortet unseren Reichtum für sich allein und teilt weder Gold noch Ruhm. Wo sind wir hier? Ich hatte eine Armee erwartet, bereit für den Krieg. Dies war unser erstes Lager in Nordhymbre. Ich kam mit Halfdan und seinen Brüdern, Ubba und Ivar, her. Wir belagerten Jofovik und brachten König Erla unter die Erde.
Das waren gute Zeiten, die nun lange vergangen sind. Was ist das alles? Mein Anteil des Schatzes, den wir in jenen fernen Tagen erbeuteten. Ich vergrub ihn hier für schlechte Zeiten. Dieser Beutel ist schwer vom Silber. Genug, um für ein Heer zu zahlen. Komm, ein Wettrennen nach Jofovik. Erinnere mich an die glorreichen fernen Tage. Du bist zu betrunken, um ein Rennen zu gewinnen. Trink auch etwas, dann ist es gerecht. Worauf wartest du, Eivor? Auf den Frühling? Die haben doch immer so riesige Fässer mit dem Met, ne? Das ist schon auffällig. Wettrennen. Pass auf, dass du nicht vom Pferd fällst. Wir sehen uns in Jofovik. Deine Mähre ist langsam. Sammel nicht. Erster. Wunderbar. Hast du Probleme mitzuhalten? Mein Pferd muss tiefer in den Becher geschaut haben als ich. Was tun wir in Jofovik? Das hast du gar nicht gesagt. Ein Besuch bei unserem König Rixige. Lang möge er herrschen. Ich habe nicht genug Männer, um die Pikten allein zu schlagen. Aber mit Rixige und seiner Fürte erledigen wir das. Du würdest einen Puppenkönig in diesen Kampf einbeziehen, aber nicht deinen Jarl? Behalte das für dich. Die Straßen haben Ohren. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ach, hier ist wieder der Markt. Diesem Maß an Täuschung habe ich nicht zugestimmt. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Eivor, Eivor! Hätte ich meinen ganzen Schlachtplan beschrieben, hätten wir das Lagerfeuer vielleicht nie verlassen. Mir ist das Licht des Feuers lieber als das Dunkel deiner Pläne. Tu das nicht noch einmal. Seit dem Julfest habe ich keinen einzigen Tropfen Wein mehr angerührt. Ein komischer Kauz. Da ist die königliche Halle. Wäre doch jeden Monat Julfest. Diese Schinderei bringt mich um. Warte, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Erwähne nicht, dass Halfdan unsere Pläne nicht kennt. So ist es besser. Bist du des Wahnsinns? Rixige ist Halfdans Untergebener. Du setzt ihn großer Gefahr aus, wenn er gegen den Willen seines Herrn handelt. Rixige kann keine Befehle missachten, die er nie gehört hat, oder? Vertrau mir, ich nehme die Schuld auf mich, sollte dieser Plan scheitern. Eivor Wolfsmal und Halfdans Kelchträger. Welch merkwürdige Überraschung. Ich hoffe, der Tag findet dich und Jofovik wohl auf vor. Ja, wir halten uns wacker. Mit dem bisschen, was uns noch gehört. Doch der neue Krieg wird uns wieder Wohlstand bringen, bis der Tribut eingefordert wird. Ich rieche die Galle in deinem Atem, König. Vergiss nicht, wer hier das Sagen hat. Oh, hilf meinem Gedächtnis doch auf die Sprünge. Gestern war es Halfdan. Doch heute höre ich Geflüster, dass du den Angriff führst. Ich bin verwirrt. Ja, du gehorchst, Halfdan. Und nun befiehlt er einen letzten Schlag gegen die Feste der Pikten in Margon.
Um einen Krieg solchen Ausmaßes gegen den Norden zu führen, braucht es eine riesige Menge Silber und ein großes Heer. Meine Soldaten und das Silber sind schon bereit. Ich erwarte dasselbe von dir. Ich habe meine Hilfe zugesichert. Die Schlacht muss entscheidend sein. Ich verstehe. Und du hast diese Befehle schriftlich, ja? Vom großen Halfdan selbst? Oh, Junge, Junge, Junge. Ich muss mitspielen. Ich muss mitspielen. Ja, wenn ich nicht mitspiele, ist das Problem, dass der, das alles auffliegt. Wir müssen sein Vertrauen weiter behalten. Nicht hier, doch du kannst dir sicher sein, dass Halfdan dich braucht. Er erwartet einen raschen Sieg. Es tut mir leid, Faravid, doch mein Pflichtgefühl zwingt mich abzulehnen. Ohne eindeutige Befehle von Halfdan werde ich nicht das Leben so vieler aufs Spiel setzen. Du widersetzt dich? Das tue ich. Dir ein Heer zu schenken ist eine Gefahr für meinen Ruf und Wohlstand. Das will Halfdan ganz sicher nicht. Er braucht einen starken und treuen König. Du maßt dir an, zu wissen, was Halfdan will? Hören sagen genügt nicht. Dies könnte genauso gut eine weitere Prüfung Halfdans sein. Dieser Sachse ist die größte Schlange Nordhimbris. Doch wir brauchen sein Heer, um Margon einzunehmen. Und wir bekommen es, wenn wir Halfdans Befehlsschreiben fälschen. Das würdest du tun? Falsche Befehle verfassen und für echt verkaufen? Ja, und ich weiß auch, wer uns dabei helfen kann. Hjör aus Jofurvik. Er wird wissen, was wir brauchen. Gut. Hjörs Lieblingsschenke ist unweit von hier. Dort könnte er sein. Wow. Wir fälschen mal. Zuerst hole ich mir aber den Adler da hinten. Wo ist unser Pferd? Hier. Erst den Adler. Ja, das ist da oben die Turmspitze. Das ist schon eine große Stadt, ne? Wow. Nein. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass da Stroh liegt. Es war aber nur eine Wiese. Zeig mir, was vor uns liegt. Da müssen wir hin. Quasi in die Schenke. Oh.
Mehr als Brot. Unter Auto alles besser. Ja, genau wo ich dich erwartet hatte. Hallo. Bei den Göttern, Eivor. Ein Glück, du kommst gerade recht. Und was wird das jetzt? Geh nach Hause, belästige meine Freunde nicht, sonst gibt es Schläge. Wenn ich dir dein Hirn zermatscht habe, belästige ich, wen ich will. Jawohl, alle besiegt. Eivor, zum Kämpfen geboren. Danke, Wolfsmal. Diese Männer wachen sicher bald auf. Hoffentlich sind sie dann vernünftiger. Was führt dich zurück nach Jofovik? Ein geheimer Auftrag für Halfdan. Ich brauche ein Heer, um die Pikten im Norden zu stellen. Hat Halfdan einen Angriff geplant, den er sich nicht leisten kann? Sieht ihm nicht ähnlich. Damit wir uns verstehen, der Plan ist von Faravid, nicht Halfdan. Weiß Halfdan von dem Plan, oder? Nein, aber er hat mir freigestellt, so zu handeln, wie ich muss. Die Gründe dafür sind vertraulich. Ja, wir hörten die Gerüchte. Und all unsere Nachrichten blieben unbeantwortet. Kannst du mir mit deinem Trickreichtum helfen? Ich brauche einen gefälschten Befehl Halfdans, um Rixiges Mitarbeit zu erzwingen. Ihr geht ein großes Risiko ein. Dafür bin ich dankbar. Wir können uns vor der Halle treffen, sobald ihr die Dokumente habt. Na. Eivor, leiste mir Gesellschaft. Sie will mir reden. Sie will reden. Ihr beiden scheint euch hier gut eingelebt zu haben. Ja, wir schätzen die Bequemlichkeiten hier. Aber ich denke noch immer an Nordwege, die Kälte und die Wärme. Gib auf der Straße Acht, Eivor. Ich versuch's. Mäh. Jetzt geht es zur königlichen Halle. Kehre zu Jörg zurück. Erwarte vor der königlichen Halle. Hallo Jörg. Hier, nimm diese Fälschung und bete, dass König Rixige nichts auffällt. Ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Direkt von Halfdan, wie du siehst. Nun, Halfdans treue Esel mögen sich dem Kampf verschrieben haben. Doch meine Hilfe hat ihren Preis. Wenn du von Silber sprichst... Denk daran, dass deine Soldaten mir gehören. Guter Mann, du meinst sicher Halfdans Soldaten. Denn dies sind Halfdans Befehle, richtig? Ich scherze nur, ein kleiner Spaß. Ist somit alles geklärt? Wenn Halfdan es befiehlt, dann stelle ich meine Fürth auf. Und du bekommst ein kämpfendes Heer. Gut, mach sie umgehend bereit. Dies muss bald geschehen. Sobald sie angetreten sind, Faravid. Und nicht früher.
Eivor, auf ein Wort. Ich sehe dich in Stenwege. Faravid ist Halfdans Mann. So auch Hemings Clan aus Snoting Ahamshir. Und wir hier in Jorforvik. Doch nicht du. Ich mag es nicht, wenn Worte um Dornen tanzen. Für wen kämpfst du wirklich? Wir alle kämpfen für Halfdan und für Nordhymbre. Treu bis in die letzte Phase. Warum fragst du nach Treue? Was treibt dich um? Nur eine harmlose Frage. Treue ist ein Wort, das leicht wie Honig von den Lippen kommt. Süß im Geschmack, doch nicht von Dauer. In Nordhymbre brodeln Dinge, die selbst dir verborgen bleiben. Höre auf meinen Rat und sei achtsam. Faravid sollte in Stenwege warten. Das ist Elias. Effektes. So, jetzt haben wir das gefälscht. Die Frage ist, wann decken wir das auf? Irgendwann müssen wir das ja aufdecken. Höchstwahrscheinlich kurz vor der Schlacht. So, 90 Meter, da oben ist er. Aber wir sind hier jetzt auch willkommen, das finde ich gut. Das heißt, dass die uns hier nicht mehr angreifen. Bestial Halfdan, wird er hier sein? Ah, er ist hier oben. Wo sind die Sachsen? Wir brauchen sie, um diese Feste einzunehmen. Geduld. Rixige versprach mir ein Heer. Was ist mit Jör und Jufvina? Jufvina ist mit einem Dutzend Schwertern vor uns. Komm, unsere sächsischen Verbündeten haben Margon erreicht. Wir sollten aufbrechen. Wird Halfdan sich uns anschließen oder verbittert zu Hause hocken? Das ist die Frage. Er darf jetzt eigentlich auch nicht verbittert zu Hause hocken.
Schön wäre es, wenn er dabei wäre. Dann könnte man zusammen auch noch mehr planen. Aber erstmal ist das jetzt nicht schlecht. Das richtet sich jetzt ja nicht gegen irgendjemanden. Der nicht der Feind wäre. Das richtet sich jetzt ja tatsächlich gegen den Feind. Und dadurch zieht man irgendwie an einem Strang. Würde er jetzt tatsächlich was gegen Halfdan planen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ne? Oder halt irgendwie gegen jemanden, der ihm vertraut. Aber das zeigt er ja auch nicht so offensichtlich, ne? Letztendlich glaube ich, er möchte einfach nur, dass die Leute sich gegen Halfdan auflehnen. Das wird ein guter Kampf. Und Halfdan als verrückt darstellen oder unglaubwürdig machen. Der Plan ist hoffentlich gut durchdacht. Also unglaubwürdig machen. Wenn nämlich er sagt, ich habe diesen Befehl nie gegeben, das ist doch gefälscht. Und dann, hä, wieso, das ist doch dein Siegel, deine Unterschrift. Das ist gefährlich. Hä? Da oben. Da oben steht er. Die Schlacht naht. Wieder auf dem Schlachtfeld, alter Freund. Ja, mein Jarl. Wie in alten Zeiten. Wer bist du, dass du von den alten Zeiten sprichst? Damals, als mein Wort Gesetz war, als das Licht meines Ruhms die Welt erhellte. Wie kannst du es wagen, von diesen Zeiten zu sprechen, als bedeuteten sie einem Verräter wie dir etwas? Wer hat dir hiervon erzählt? Meine neue Verbündete ist treuer als mein alter Freund. Eivor Zweigesicht. Das ist dein Name. Ich kam wegen Halfdan hierher, um ihm meinen Wert und meine Treue zu beweisen. Dies hast du selbst zu verantworten. Schluss mit dem Gezänk, ihr alle. Wir stehen am Rand eines Krieges. Spart euch eure Wut für den Feind auf. Wahre Worte, Yuffina. Wir kämpfen in dieser Schlacht und beenden den Krieg. Für den Augenblick zählt sonst nichts. Seht an, die Pikten senden eine Nachricht. Rabenzähmerin, komm mit mir. Du wirst sie mit deiner klingenscharfen Zunge zur Aufgabe bringen. Feste Margon. Die wird trotzdem eingenommen jetzt. Und hinterher streitet man sich. Das sind aber auch von hier. Von hier sind das jetzt echt noch 200 Meter, ey. Ich kann doch mein Pferd nicht rufen. Wir müssen laufen. Zurück, Männer! Diese Pikten kamen in großer Zahl. Sie kamen, um zu kämpfen. Wenn das ein Trick. Dreh um und lauf. Zurück hinter die Mauern. Die Römer bauten diese Mauern, um uns fernzuhalten. Doch sie sind fort und wir bleiben. Eines Tages verschwindet auch ihr. Mauern hin oder her. Wir haben mehr Götter als ihr. Wir mögen nur einen Gott haben, Heide. Doch wir haben sehr viele Freunde.
Wer ist nun der rechtmäßige König von Northumbre? Das Königreich hat gesprochen! Ich hol mir deinen Kopf, Rixige! Jetzt setze die Leitern ein. Das können wir dann erstmal tun. Da vorne. Hier müssen wir einmal durch. Setz die Leitern ein! Ach so, halt. Endlich mal was anderes. Waffenwerfen ist geil. Zack. Zerstöre den... Hä? Ich hab gerade gelesen, Mann. Zerstöre den Balken, der das Tor verstärkt. Da oben. Ah, das muss ich von der anderen Seite machen. Na. Ja, er mit seinem Vorschlaghammer hier, ne? Ja, andere Seite. So. Gucken, ob das so funktioniert. Nee. So wäre das nix. Versuch das mal mit der Waffe hier. Wir sind ja eh die Ein-Mann-Armee. Boah, der uns hingeworfen hier. So. Können wir das benutzen? Nee.
Ui, Entschuldigung. Ja. Wie machen wir das Tor kaputt? Oder die Blockade? Ah, hier stehen Krüge. Ja, kann sein, dass auf der anderen Seite Krüge stehen. Zumindest hier stehen hier oben Krüge. Ach so, Moment. Ich kann die doch von hier oben werfen, ne? Runterlassen. Ja, ich find's gut, wenn man wenigstens gegen den Feind zusammenhält, nach außen. Haltet die Augen nach dem feigen König Rixige offen! Sichere den Innenhof. Okay, also kämpfen. Das waren die Letzten! Der Geschmack des Sieges und Rixige ist besiegt. War er der Stachel in meinem Fleisch, der Verräter, den ich verdächtigte? Nicht so voreilig, Halfdan. Rixige könnte noch leben. Dieser Feigling wird irgendwo tot in einer Schneewehe liegen. Egal. Dieser Tag ist nicht zu Ende, bis wir seine Leiche gesehen haben. Lass noch nicht nach. Eivor, erhebe dich wie ein Adler oder krächze wie eine Krähe. Die Mauern!
Wir müssen die Helden töten. Sind das jetzt die Helden hier? Ah, das ist, der ist Elite. Also auch ein Held. Aber irgendwie steht der andere davor, ey. Den kriegen wir. Easy. Treues Ratsmitglied, bitte hilf mir zurück nach Jovorvik. Lass mein Herz zu Hause entschlafen. Ich werde nichts mehr für dich tun, Rixiger. Schon bald wirst du neben deinem Gott wandeln. Aber ich sehe kein Licht, spüre keine Wärme. Nur eisige Dunkelheit. Eine Höhle. Hels gefrorene Tür, die dich willkommen heißt. Was erwartet mich dort, Eivor? Was erwartet mich? Der Tod eines Verräters für einen verräterischen Narren. In seinen Geschichten war er der Held. Ein Sachse, der seine Heimat liebte. Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Da ist etwas Wahres dran. Keine Sachsenkönige mehr, Eivor. Ich will nicht länger Puppenspieler sein. Das Schicksal dieses Schiers liegt nur auf meinen Schultern. Du willst die Krone selbst tragen? Trotz der zusätzlichen Würde? Das werde ich. Aber ich herrsche nicht allein. Meine Freunde und meine Verbündeten werden mich aufrechthalten. Reden wir über unser Bündnis in Jovorvik und überlassen diesen König seinem Winterreich. Das werden wir tun. Von Blut und Banden. Ja, wo müssen wir dafür denn hin? Zur königlichen Halle. Die ist hier. Dann können wir uns getrost zum Hafen pumpen. Da können wir uns getrost zum Hafen porten. Gesehen werde, gibt es Ärger. Auf zur großen Halle.
Auf zur großen Halle. Halfdans Krönung. Na los, nimm dich zusammen. Bitte sie für dich mit dem Arsch zu wackeln. Sollen wir uns messen? Der Gewinn gehört dem, der am schnellsten ausgetrunken hat. Nee, nee. Da hat wohl jemand Angst. Fürchtest du dich? Ich nehme es doch jedem auf. Ich nie mit jemandem getanzt. Aha, hier, gerade durch. Halfdan ist nicht hier. Wo steckt er? Wer ist er hier? Er ist da drin, aber auch nicht so wirklich. Er versteckt sich da in einem Raum. Wer ist das? Ein Verbündeter. Thor könnte nicht mehr trinken als ich. Da hinten ist er. Wie kommt man da denn bitte hin? Rixige, überrascht bin ich nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet. Das war ein Fehler. Nein. Die Zeremonie soll gleich beginnen. Lassen wir die Leute nicht warten. Eivor, ja. Gehen wir und ritzen unsere Namen in die Geschichte ein. Jo. Jetzt muss ich euch auch noch abholen. Da hat wohl jemand Fragsausen, hä? Hast du Fragsausen? Suchst den Frack oder was? Wer glaubt es mit mir aufnehmen zu können? Hey, Freis! So, jetzt sitzt er da. Hattest du genug Spaß? Meine Krönung muss bald anstehen. Ich spare mir etwas für später auf. Machen wir einen König aus dir. Auf Eivor und den Rabenclan aus Mercia. Unsere neuen Verbündeten in Blut und Ruhm. Auf König Halfdan heb ich mein Horn und mein Haupt, ihn hoch zu loben. Gekrönter, wackere Eiche der Valkyria, Weber von Schlachtweisheiten, mögest du lange leben und herrschen. Skoll! Moira, welches Metall ist das? Es ist weich wie die Rohre der Römer. Oh, das ist Blei, ein giftiges Metall. Und war es Blei, das die Römer in den Wahnsinn trieb? Kann ein Metall das Menschen antun? Oh Gott im Himmel, ja! Die Römer wussten es. Und meine arme Mutter, sie trank so lange aus solchen Kelchen, dass sie... Du, all die Jahre hast du mir Gift geschenkt. Dein Geschenk war der Wahnsinn. Alter Freund, bitte. Deine Krankheit hat dein Urteil getrübt. Diese Krankheit war kein Zufall.
Ich habe dir vertraut. Steck deine Waffe weg. Eivor, gib diesem Mann Klarheit. Er ist alt, krank und sein Geist ist umwelt. Pferdescheiße! Du willst mich tot sehen, du lügender Schweinearsch! Ich war ein Narr, es nicht zu sehen. Parat darf nie ungestraft bleiben. Nach allem, was wir zusammen getan und gewonnen haben? Wenn jemand meines Clans einen Verrat wie diesen beginge, würde ich ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Du bist nicht die Kriegerin, die du einst warst, alte Freundin. Na, na, na. Den kriegen wir aber gut. Sieh ihn dir an, ey. Kann ein Anführer sich so benehmen? Helf doch! Komm doch zu Sinn! Verräterischer Bastard! Steh auf und kämpfe! Alter Freund, erinnerst du dich an die Zeiten, als wir durch dieses ganze Land um die Wette ritten? Du warst immer schneller, gewannst jedes Mal, weil ich dich gewinnen ließ, mein Jarl. Und so lasse ich dich ein letztes Mal gewinnen. Wir sehen uns wieder, alter Freund, in der Halle der Leichen. Halfdan, ich muss gehen. Ich breche nach Mercia auf, nach Hause. Dann nimm dies. Ein Band zwischen unserem Clan. Ein Zeichen unserer Freundschaft und auch der Schmerzen und des Leids, durch die der Frieden erkauft wurde. Ich hoffe, wir hatten recht mit ihm.